Boah, das sieht doch lecker aus. Ups, Mikro war schon an. Ja, gut, also das sieht wirklich lecker aus. Denn heute präsentiere ich euch einen klassischen Eiersalat, der nicht klassisch ist. Denn nur wenige machen Eiersalat mit Speck. Ich mach das schon. Darum geht's in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kokso mit Kalle. Herzlich willkommen. Die Zutaten. Zu viele, um sie alle vorzulesen. Deswegen laufen sie hier wieder nur durch. Ihr könnt sie aber alle unter diesem Video nachlesen. An meinen Eiersalat gehört eine Schippe Knoblauchmus. Hier oben seht ihr in diesem Video, wie ihr Knoblauchmus selber machen könnt. Für den Eiersalat benötigen wir als erstes mal die Grundbasis Eier. Deshalb Wasser mit Salz aufsetzen. Die Eier sind doch in der Schale, sagst du. Warum denn dann Salz ins Wasser? Ganz einfach, sie werden angepiekst und falls das eine oder andere Ei vor Schreck im heißen Wasser platzt, sorgt das Salz dafür, dass der Riss schneller heilt, also das Eiweiß schneller gerinnt und so den Riss verstopft und es tritt kein weiteres Eiweiß mehr aus. Das Anpieksen wiederum soll eben genau dieses Platzen verhindern. Denn vor allem bei älteren Eiern befindet sich im Ei bereits ein Lufteinschluss. Diese Luft dehnt sich bei Hitze schnell aus und damit eben das Ei nicht platzt, ist das kleine Löchlein da, damit die Luft daraus entweichen kann. Klassischerweise wird für Eiersalat hart gekochtes Ei genommen. L-Eier benötigen ca. 8,5 Minuten und wenn sie fertig sind, werden sie gut abgeschreckt. Dadurch lassen sie sich besser pellen. Dann schneiden, ab in die Schüssel und dann eine Zwiebel in Würfel schneiden. In einer Pfanne ohne Fett wird jetzt der Speck zusammen mit den Zwiebeln vorsichtig langsam gegart. Also bei mäßiger Hitze und das deshalb, damit der Speck nicht verbrennt und die Zwiebeln nicht braun werden. Kleiner Exkurs, in kalte Salate kann man auch rohe Zwiebeln machen. Allerdings hält sich der Salat dann nicht ganz so lang. Mit gegarten Zwiebeln ist er deutlich länger haltbar. In der Zwischenzeit können schon mal die Tomaten geschnitten werden. Ich habe in den Zutaten ja von zwei Tomaten gesprochen. Da ich noch eigene im Garten hatte, habe ich eine große und vier kleine Cocktailtomaten genommen. Und lediglich bei den großen Tomaten sollte der Strunk entfernt werden. Die Kirschtomaten können im Ganzen halbiert werden und dann ab in die Schüssel. Wenn Speck und Zwiebeln fertig gegart sind, müssen sie noch ein wenig abkühlen. Und dann kommen alle Zutaten für die Marinade zum Eiersalat dazu. Die Erbsen und Möhren werden abgeschüttet und ich mache das dann so, dass ich sie erstmal in eine Schüssel gebe und die großen Karotten etwas kleiner schneide. Das ist mir immer zu groß. Dann alles vorsichtig vermengen und jetzt wisst ihr auch, warum Speck und Zwiebeln abkühlen müssen. Es kommt noch Käse dazu und damit der nicht gleich schmilzt oder verklebt, müssen Speck und Zwiebeln eben abkühlen. Jetzt noch den Schnittlauch waschen, etwas abschütteln, klein schneiden und ebenfalls zum Eiersalat dazu. Alles vermengen und dann ist der Salat fertig. Kann abgefüllt werden und so sieht das Ganze dann aus. Eben lecker. Ich wünsche gutes Gelingen beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.